Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe für euch hier ein zweites Workbook. Das erste konntet ihr schon im letzten Video schauen. Das ist gerade mal ein paar Tage her. Und ich dachte mir, ich habe die auch so kurz hintereinander gebastelt, weil ich so angefixt war von dem Thema. Ich ziehe jetzt einfach noch ein zweites Video durch und ja, freue mich darauf, dass ihr mir mal sagt, wie ihr es findet. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jedes Like, über jeden Abonnenten, über alles an Konversationen, das kommt hier richtig gut in Gang. Und da bin ich total happy drüber. Wir haben schon 170 Abonnenten. Wow, voll cool. Also so schlimm kann es ja nicht sein. Ich kann euch nicht so schlimm voll quatschen, sonst wärt ihr nicht so zahlreich geblieben. Fangen wir mal an mit diesem Schatzi hier. Was habe ich gemacht? Als ich mein erstes Workbook gemacht habe, schielte mich immer ein zweiter Atlas an. Auch so wie der hier etwas betagt, etwas heiler oder etwas mehr heiler als der, den ich in meinem Workbook verarbeitet habe. Aber dennoch einfach ein olles, schweres Ding. So, den habe ich ausgeschlachtet. Dann habe ich mir gedacht, so, irgendwie so ein Atlas ist ja auch so ein bisschen langweilig. Ich mache jetzt einfach nochmal was drumherum. Und da hatte ich so einen Versandkarton. Den habe ich nämlich auch mitgebaut. Ich zeige euch das Ding jetzt mal von oben. Das heißt, diese beiden Flügel, die ihr hier seht, ist der Atlas. Das drumherum ist das Workbook. Und hier habe ich den Rücken noch so ein bisschen verstärkt. Habe ich gerade Workbook gesagt? Nein, ich meine den Versandkarton. Rechts, links. Weil, und das zeige ich euch jetzt, warum ich jetzt weil sage. Ich habe ja hier drumherum genäht. Ne? Also ich habe erstmal den Versandkarton mit Stoff, sag mal, grundbeklebt, dass der erstmal an Ort und Stelle bleibt, dass sie hier die Streifen nicht verziehen und ähnliches. Und dann habe ich hier richtig schön drumherum genäht, überall auch die ganzen Laschen. Ihr seht's, genähtes Gedöns. Genäht, 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 genäht. Und das geht nämlich mit so einer harten Atlas-Cover-Seite nicht. Also geht vielleicht schon. Ich glaube nur nicht, dass die Nadel dann wirklich lange heile bleibt. Hier sieht man hier und da nochmal so einen kleinen Knick in dem Versandcover. Und das hier, diese schönen Mandalas, habe ich mit einer Schablone hingepackt, einen Stencil, und habe Krakelierpaste genommen. Hatte ich gerade so rumfliegen, weil ich wollte Gold haben. Goldene Krakelierpaste. Und die habe ich hierbei aufgesetzt. Hier und da springt es so ein bisschen auf. Das stört mich aber ehrlich gesagt gar nicht. Das ist so richtig vintagig. So, dann habe ich hier wieder meinen heißgeliebten Tischläufer zerfetzt. Habe hier auch nochmal immer als erstes mal die Krakelierpaste aufgetragen. Die Liebesmarken, wie man in Hannover sagt. Oder Glanzbildchen. Die durften nicht fehlen. Und der Spruch, das ist einfach herrlich. Ich liebe den. And fences are made for those who cannot fly. Und das passt auch richtig gut zu derjenigen, die das zum Geburtstag bekommen. Jetzt spoilere ich so viel. Ich hoffe, sie guckt das Video nicht. Na gut, also ich habe ja auch, ich kenne ja ein paar Leute, so ist ja nicht. So, jetzt hatte ich hier noch so einen schönen Verschluss. Hatte allerdings hier die Herausforderung, dass ich hier diesen kleinen Absatz habe. Wenn man normalerweise diesen Verschluss nimmt, der ist eben, also der, wenn die Seiten aneinander stoßen oder ganz minimal überlappen, kann man den wunderbar benutzen. Ich habe den hier gebogen. Ich weiß nicht, kann man das von hier sehen. Also so, na, so kann man bestimmt sehen, wie schön ich den verbogen habe, damit er über diese wirklich dicke Lasche kommt. Zack. So. Ja, was habe ich noch gemacht? Also mein erster Streich war, ich habe hier Magnete reingepackt. Merkt's? Klack. Klack. Ich habe drei echt starke Magnete reingepackt, habe aber festgestellt, wenn das Ding leer ist, klappt mir der Deckel immer nach innen. Und dann bin ich auf diese Verschlussidee gekommen. Dachte mir, Mensch, das ist so ein leichtes Metall. Das kann man bestimmt biegen. Und yes, ich konnte. Also, habe ich jetzt hier so eine Lasche, die man schön aufmachen kann. Und dann fangen wir mal mit der ersten Seite. Ich mache mal einen kurzen Check-up, ob alles auf dem Bild ist. Oh, das sieht ganz gut aus. So, wenn man erstes Video geguckt hat, der wird sich jetzt bestimmt nicht wundern und wird sagen, okay, die Taschen kenne ich schon. Ich habe sie natürlich jetzt hier der Größe angepasst. Ich habe hier ein Geschenkpapier als Hintergrund verwendet. So ein Grasgeschenkpapier von irgendeiner Drogerie. Ja, dieses Blumenthema finde ich total schön. Dieses Blumenthema habe ich mir dann auch
ja einerseits hier durch die Prägemaschine, durch die Stanzmaschine gejagt. Und andererseits habe ich mir die auf so ein Stück Craftpaper aufgeklebt und dann die Knöpfe hier draus gemacht. Also wie immer, aufdrehen, aufmachen, tada, Kiste. Und da passt richtig was rein. Und bevor ich das verschenke, werde ich dann nochmal meinen Fundus durchgehen und hier verschiedene, ja, schöne alte Sachen reinpacken. Also von Buchseiten über geprägte, gestanzte Sachen. Und so hatte ich mir so vorgestellt, dass ich das so mache. Genau, die sind momentan halt noch leer, aber ich habe hier wieder die Karten von der Jessie, um euch mal zu zeigen, wo man hier was parken kann. Also hier unten kann man die Hexenkarten zum Beispiel super schön parken. Man kann sie auch durchschieben. Also hier ist wieder untere Tasche für klein, mittlere Tasche für groß. Dann habe ich hier die Mitte angeklebt, dass man wieder hier Platz für was Kleines hat, hier wieder Platz für was Großes. So, das ist der erste Streich. Blätter ich einfach mal auf, da könnt ihr nämlich auch, ja, habt ihr auch noch direkt auf dem Bild, genau, tipptopp. So, mal abgesehen davon, dass hier einfach schöne Craft-Umschläge sind, kann man auch noch was dahinter schieben. Hier passt wunderbar dahinter. Und hier dachte ich mir so von der Seite, ist eigentlich auch nicht schlecht, weil von oben würde das dann auf jeden Fall rausstehen. Kann man machen, fand ich nicht so toll. Deswegen hier so eine Seitentasche machen. Gemacht. Und klar, die Umschläge kann man natürlich aufmachen. Habe ich noch mal ein bisschen hier mit dem Papier verstärkt. Und das ist dann hier so eher für dünneres Papier oder Kleinteile auf jeden Fall schön. Nicht so auftragende Sachen. Also ich denke mal so schmale Holzteilchen kann man zum Beispiel gut reinpacken. Aber so richtig dicke Sachen vielleicht nicht unbedingt. Das ist eher für was Filigranes. Hier wieder die schönen Kisten. Meine lieben Jessie, ich denke mal, auch wenn ich in diesem Video alle Sinne beieinander habe, werde ich euch das verlinken, dass ihr die nachbasteln könnt. Super einfach, aber mega, dass man einfach so einen Umschlag aufmacht und das wird zu einer Kiste. Man kann richtig viel reintun und es fällt halt nicht raus. Also ich habe es noch nicht probiert, dieses Buch zu füllen und zu schütteln, aber wer schüttelt schon Bücher? Also da wird schon nichts passieren. So, hier, gleiches Thema wie drüben. Kurze Tasche, lange Tasche. Kurze Tasche, lange Tasche. Auch wieder fein mit dem schönen Geschenkpapier. Ja, und hier habe ich, ähnlich wie bei meinem Workbook, ein kleines Kistchen gemacht. Auch schön dekoriert mit dem ausgestanzten Geschenkpapierteilen. So, und die bleiben mit der Gegenseite zu. Also wenn das jetzt wirklich gar nicht gefüllt ist und man würde nur die voll machen, könnte das schon sein, dass was rauspurzelt. Aber da soll ja richtig Leben rein. Ne? So, hier habe ich mir so ein L reingemacht. Nicht wegen des Buchstaben, sondern einfach, um hier Sachen vernünftig unterbringen zu können. Also ne, man kann jetzt hier Sachen auch so in die Ecke stecken. Ja. So, und einfach so ein paar größere Sachen hier unterbringen. Ich rutsche hier noch mal ein Stückchen rüber. Und habe dann zusätzlich zu diesem ganzen Taschenwahnsinn hier noch mal so ein paar Halter reingemacht und zeige euch das jetzt mal. Man kann theoretisch hier so einen Bone Folder reinstecken. Stift. Auch immer, ja, kannst auch nochmal mit rein. Also Platz für drei Teile. Und dann zum Beispiel oben auch. Man kann hier noch so eine Pinzette reinschieben. Oder, ihr seht, ich habe hier so, oder ihr hört es klappern, ich habe hier so ein, ja, wie heißt denn das? Eine Tasse auf dem Schreibtisch stehen mit den Sachen. So, das ist halt wirklich genug Platz, um wirklich sechs Teile unterzubringen. Oder aber auch einen großen, dicken, langen Pinsel durchzuschieben, wäre auch eine Alternative. Genau. So, das habe ich mit der Hand angenäht. Und zwar habe ich das mit der Hand angenäht auf ein Stück Stoff. Das heißt, ich hatte eigentlich alles schon fertig und dachte mir, die Innenseite des Verschlusses ist irgendwie noch so super langweilig. Da muss noch was hin, was irgendwie Hü macht. Dann habe ich mir hier noch so ein Stück von dem gleichen Stoff ausgeschnitten, habe mir das schön glatt gelegt und dann hier so ein Hosengummi, so ein Knopfgummi reingenäht. Das habe ich dann per Hand auf den Stoff genäht, den Stoff so mal so ein bisschen angeklebt, dass der hier nicht irgendwie Falten wirft. Und danach nochmal schön mit der Nähmaschine einmal rum. Fertig ist der Lack.
Und so schließt das und das ist weich. Dadurch, dass wir hier den Versandkarton haben, ihr seht es ein bisschen wie Rippen, haben wir hier so einen weichen Verschluss. Also das heißt, wenn der, wenn das Workbook nicht richtig gefüllt ist, kann man das hier so ein bisschen breit machen. Also so machen. Wenn das allerdings prall gefüllt ist, dann wird sich das gerade ziehen und dann wird viel mehr Platz drin sein. Ihr seht es hier, ne? Wenn ich jetzt so mache, haben wir richtig Platz im Buch. So ist das eher rund und gemütlich. Ja, ich bin wie immer total gespannt, wie es ankommt. Aber bevor ich es verschenke, werde ich es natürlich noch mit schönen Sachen füllen. Das mache ich aber ganz alleine und privat, weil da werde ich bestimmt auch so ein paar kleine Hinweise und Grüße und Geschichtchen, Anekdötchen reinpacken. Das ist ja nicht für alle Augen bestimmt, nicht? Ich lasse euch ja an vielen Sachen teilhaben. Aber manches ist dann streng geheim. Ich freue mich total drauf. Ich habe jetzt noch ein paar Tage Zeit, um das zu füllen. Und dann werde ich es hübsch verpackt auf die Reise schicken. Ja. Übrigens, dieses Bild, ne? Original altes Foto. Ich habe es aus einer Scheune gezogen. Und zwar ein Freund von uns, ja, so ein alten Gutshof, irgendwie sowas übernommen mit einer alten Scheune, wo früher mal jemand war, der Flohmärkte veranstaltet hat und sowas. Und da bin ich ziemlich lange in dieser Scheune rumgekrochen, während die Männer sich schön unterhalten haben. Und ich habe einen Korb mit alten Fotos gefunden, den durfte ich mir. Das sind echte alte Fotos aus ganz Deutschland. Und dieses Ehepaar gab es wirklich. Also das ist jetzt kein nachgemachtes Foto, irgendwas. Es ist ein echtes, altes, wirklich, ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn ich das schräg halte, wirklich dickes Foto. Und es hat einen goldenen Rand. Den habe nicht ich gemacht, der war wirklich dran. Oder ist wirklich dran. Ist echt ein Original. Ja, und ich fand dieses Ehepaar einfach so herrlich. Ich weiß nicht, wer sich jetzt hier vielleicht ertappt fühlt, dass er das ist. Weil das sind echte Menschen, die es wirklich gab oder gibt. Von Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, ich finde auch der Spruch, der passt einfach herrlich. Ja, ihr Lieben, bin ich fertig mit meinem zweiten Flip-Through meines Workbooks. Dieses Workbook werde ich aus der Hand geben, obwohl ich es fast noch schöner finde als das erste. Ich habe das mit einem Zweck gemacht, und zwar einer bestimmten Person zu schenken. So ist das. Wenn ich was mit Zweck mache, dann geht es auch von Bord. Und geht es auch in die richtigen Hände. Ja, jetzt interessiert mich eure Meinung. Wie fandet ihr es? Und auch wie fandet ihr die Vorstellung davon? Ne? Habe ich zu viel gequatscht? War es zu langatmig? War es interessant? Ja, und wenn echt großes Interesse ist, dann würde ich tatsächlich mich mal dazu hinreißen lassen und so ein Buch Stück für Stück basteln und euch da mitnehmen. Und nur, wenn es euch interessiert. Wenn nicht, dann mache ich erstmal was anderes als Workbooks. So, jetzt bastelt euch was Feines. Habt Spaß an euren Basteltischen und bis demnächst in diesem Kino.